In diesem Video zeige ich euch ein veganes Cookie-Rezept. Die Zutaten, die ihr dafür benötigt, schreibe ich wie immer auch in die Infobox. Als erstes schlage ich die Butter mit dem Zucker und dem Vanillezucker auf. Ich mache das Ganze jetzt aus Faulheit in der Küchenmaschine, aber an sich muss das nicht schaumig werden, sondern halt einfach nur gescheit verrührt werden. Also ihr könnt das auch mit einem Handmixer oder einfach mit einer Gabel machen. Jetzt gebe ich das Salz und das Backpulver zum Mehl dazu, vermische das Ganze kurz und dann kommt es zur Butter, Zucker, Vanillezuckermasse dazu. Circa 2/3 der Schokostückchen gebe ich jetzt direkt in den Teig dazu und die anderen gebe ich dann am Ende auf die geformten Cookies drauf. Also das ist jetzt mein fertiger Cookie-Teig. Jetzt heize ich das Backrohr von 180 Grad Ober- und Unterhitze vor und dann forme ich die Cookies. Also wie ihr sehen könnt, ich forme jetzt einfach nur Kugeln und die laufen dann auseinander. Damit die Cookies nachher schöner sind, gebe ich oben drauf jetzt auch noch ein paar von diesen Schokostückchen. Und die Kekse kommen jetzt für 15 bis 20 Minuten ins Korn. Das sind jetzt die fertigen Cookies. Ich lasse sie jetzt noch kurz abkühlen, bevor ich sie versorge, ansonsten werden sie nämlich weich. Das war's mit dem Rezept. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachmachen und ja, bis zum nächsten Video.